Der klassische Bombeneinstieg für Nüssinnen. Heute am Weltfrauentag mit der 10. Folge. Hallo, liebe Nüssinnen. Aber auch liebe Nüsse da draußen. Auch liebe Nüsse, ja. Und die Nüsschen halt an sich dieses Jahr. Schöner Otto-Skandal übrigens heute zum Thema. Hier nur mal ganz kurz einzusteigen. Ich habe es bei Extra 3 gesehen vorhin. Ja. Weil heute Weltfrauentag ist, dachte sich Otto Versandhandel: Mensch, coole Aktion. Wir geben mal 30% Rabatt für Frauen. Auf, was kaufen Frauen für Artikel? Mode und Beauty. Mhm. Soweit so dumm. Aber weil wir den Männern auch was geben wollen, bekommen Männer heute Rabatt auf Multimedia-Artikel. Das ist ja super. Oh, ne? Mein ist Gott. Ey. Das heißt, wenn du als Frau dir heute einen Fernseher kaufst, dumm. Also hier hört es erst, liebe Ladies, erst zu Amazon gehen und dann... Ja. Was ist denn aus Rossmann geworden? Stimmt das, dass sie heute sich zur Rossfrau... Habe ich noch nichts gehört. Ja. Aber mich, ja. Ich war heute auch nicht bei Rossmann. Heute noch nicht? Heute noch nicht. Sonst kein Q-Tips, Creme, alles hast du noch? Q-Tips? Ich mag ja die Q-Tips, die in Deutschland verboten sind, weil sie so eng sind, dass man richtig tief in den Gehörgang reinkommt. Aber wir sind auch die Einzigen, die diese Baby-Q-Tips haben, ne? Die vorne schmal und hinten so eine dicke... Ja. Die kann wie so ein Widerhaken, wenn du die halt rein... Ja, so ein Baby kann ja nicht Stopp sagen. Die müssen dick genug sein, dass auch das unglückseligste Elternteil nicht auf die Idee kommt, das einmal kurz durch den Kopf durchzudrücken. Aber solange es noch lacht, kann man noch nachschieben. Ja. Das steht, glaube ich, auch auf der Verpackung drauf. Ja. Generell eine ganz gute Taktik. Pass auf, wir hatten ja eine recht geschäftige Nachrichtenwoche. Eine der Nachrichten war die Liste mit den reichsten Menschen der Welt. Jefferson. Ja, du liebst seinen Namen so. Dann, ich kann mir nur Jeff merken, nicht Bosco. Jeff Amazon. Wie heißt er? Bizkov? Bezos. Bezos. Jeff Bezos. 116 Milliarden? 112 Milliarden sind es. Oh, hast du nochmal nachgeschaut? Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Ja. Ich habe nochmal nachgeschaut. 112 Milliarden. Wir sind ja recht dicht auf der Liste. Also... Nicht in den Top 10, aber schon. Wir? Ja. Also du meinst aber also schon der Podcast. Für Nüsse, ja. Als juristische, eine der reichsten juristischen Personen der Welt mit dem ganzen Internetgeld. Also im Podcast für Nüsse-Ranking sind wir, glaube ich, ganz oben. Ja. 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 Ja, ich meine, wir sind ja jetzt schon unglaublich reich. Ja. Aber. Ich merke gerade schön, dass ich unterbreche, aber ich höre mich so leise im Gegensatz zu deiner Stimme. Kannst ein bisschen. Oh ja, und noch ein bisschen zurück vielleicht jetzt. So? Ja, drückt das Trommelfell gerade. Obwohl, ja, so ist. Naja. Noch leiser. Ein Ticken. Ich merke gerade, wenn ich so. Ja, sehr schön. Ja, das ist live. Ja, für alle, die es Montag, Dienstag, Mittwoch oder was es heute hören. Donnerstag. Ah ja. Was würden wir machen, wenn wir richtig viel Geld in der Lotterie gewinnen würden? Definierst du noch richtig viel Geld? Richtig viel Geld. Ich habe mich schon mal in der Lotterie gewonnen. 1 Million Euro. Nein, ich gehe sogar noch höher als 1 Million Euro. Ich sag mal so ein skurriler Betrag, 1 Million. Das ist ein Liter Milch. Aber was ist, wenn wir 50 Millionen gewinnen? Oh, das ist also wirklich ein Betrag, wo wir wissen, selbst mit unserem exquisiten Lebensstil von Tiefkühlpizza und Dosen-Thunfisch könnten wir das im Leben nicht ausgeben. Ja. Was würden wir machen? Also jeder für sich und dann, was würde dieser Podcast machen? Das habe ich ja letztens schon gedacht, als wir kurz über Jeff Bezos. Ich werde es vielleicht irgendwann mal schaffen. Der Chef von Bezos Vodka. Bezos. Jeff Amazon. Wie heißt er nochmal? Bezos. Sag doch. Wieso will ich immer Kopf sagen? Bezos. Bez. Ja. Punkt. Jeff Bez. Kopf. Bezos. Er hat auch die BZ gegründet, ja. Aber ich meine, ja, das ist so, wenn es so bizarr groß ist. Also das ist da nicht, dass du sagst von wegen, also weiß ich nicht, weil der oder, ne, was hast du jetzt gesagt? Was hast du denn, 50 Millionen? Was hast du denn mal in der Lotterie gewonnen? Ich habe damals mit meiner Stiefoma System-Tippschein mit 7 Zahlen und ich glaube, es war ein Gewinn von aufgeteilt 21 Mark. Etwas über 20 Mark, glaube ich, für uns auf jeden Fall. Ich habe mal richtig viel gewonnen.
da im Gegensatz. Ich durfte bei meiner Großmutter auf dem Lottoschein durfte ich einen. Das ist aber auch so ein typisches Ding, oder? Ja, ja, ja. Ja, die Enkel mit der. Das, genau, hier immer so. Nee, die Spielsucht. Nee, das sind nur irgendwelche komischen abgewrackten Typen im Casino. Aber nee, das ist die Oma mit ihrem Lottoschein. So hat es angefangen bei dir. Du warst ja auch schon im Casino und hast da. Ich war schon öfter im Casino. System einmal probiert, als dann hieß. Mein System. Herr Klaus, bitte gehen Sie raus. Nein, bitte, ich will meinen Krabbencocktail noch austrinken. Ich schicke ihn ihm nach. Oh. 127 Mark habe ich gewonnen. Was? Ja, ich glaube, es waren 4 richtige oder 4 richtige mit Zusatzzahl sogar. Krass. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber also eins von beiden war es. War auf jeden Fall mehr als 3 richtige. 3 richtige waren ja so der Standard für den Bauernpöbel, aber nein. Bei mir waren es 4 richtige und das Zusatz. 127 Mark, eine damals vollkommen. Habt ihr das geteilt? Unvorstellbare Summe. Nee, nein, das war alleine mein Tipp. Okay. Das war alleine mein Tipp. Aber den hat doch bestimmt deine Oma gezahlt. Ja. Hat sie mir spendiert. Hat sie nicht gesagt von wegen, jetzt lernst du mal was? Hättest du das gezahlt, hättest du auch das Geld haben können. Ja. Das wäre eine Lektion gewesen, die hätte ich mir gemerkt. Aber so hast du einfach nur 127 Mark in Lutscher und Nüsse ausgegeben. Das ist wie mit guten Drogendealern. Das erste Mal ist umsonst. Und dann, ich habe mal beim Hunderennen gewonnen. Und? England Austausch 1996. Der hat verloren, Mensch. Ich war schneller. Da war ich mit der Austauschmama von meinem Nachbarn oder sowas. Und die hat nämlich bei so einem örtlichen. Also die hat einmal gesagt, hier Aaron, ich gehe jetzt auf die Hunderennbahn. Du bist ein knackiger junger Mann aus Deutschland. Willst du mitkommen? Du schmatzt ganz schön in der Stimme. Ja, das ist meine Figur. Ach so. Nee, die hat bei Bristol, bei so einem Hunderennen Bristol, natürlich, ja. Gearbeitet. Aber ich weiß nicht, als was, irgendeine Counter-Lady, weiß nicht was. Und die hat uns, Kumpel und meine Wenigkeit, hat die, glaube ich, 3 oder 5 Pfund gegeben und hat uns versucht zu erklären, wie man da grob setzen kann. Wir haben immer so auf, man kann ja auf die Position oder halt auf die Favoriten oder sowas und wir haben immer auf die ersten 3 getippt und wir haben tatsächlich aus diesen, ich glaube, wir hatten dann so etwas über 10, 15 Pfund dann so und dachten, what? Das wird gleich irgendwie in, keine Ahnung, Chips was man, und was man Bier so, oder ja, was. Ja, ich wollte gerade sagen, was man so in Bristol auf der Hunderennbahn kauft. Ja. Das ist ja auch dann schönes auch mal weg. Das ist ja eigentlich unter den nur Achseln vorgewärmtes Ale. Wenn man das von vornherein, glaube ich, schnallt, dass es eigentlich nur so ein Spaß ist, so eine Unterhaltung, dann kann man das, glaube ich, auch genießen. Aber wenn man sagt, von denen, ich brauche Geld oder ich habe ein System oder es funktioniert oder so, das ist, glaube ich, dann diese große Gefahr. Das Unterhaltungssystem ist ja auch das mit dem Casinos so ein bisschen operiert. Also du gibst ja am Anfang dein Geld ab und dann tauschst du es in die Jetons aus, damit du halt dieses Gefühl verlierst davon, dass du Geld setzt. Sondern okay. Du sollst halt nur so diese lustigen Plastikchips setzen und bekommst lustige, bunte Plastikchips zurück. Ja, die sind so lustig. Genau, über diese Abstraktion. Kannst du ganz schön viel Geld verlieren. Mhm. Ich war schon verloren. Ich habe gar nicht so viel verloren im Casino. Im Casino war es. Nee, wirklich, im Casino bin ich auch durchaus mal 200 Euro Gewinn in der Tasche nach Hause gegangen. Du hast beim Fußballwetten mehr verloren, ne? Hör auf. Wie viel hat man damals verloren? 171 Euro oder so? Wie geht's in Bitcoin? Ich bin bei Minus, ich weiß nicht. Ich hatte beim Fußballwetten, hatte ich so einen richtig guten Tipp, wo ich hatte also die Nummer auf und denkt, oh Mann, hätte ich damals mal 1 Million gesetzt. Na klar. Aber ich habe 1 Euro gesetzt und 40 rausbekommen aus so einem Serientipp. Ehrlich? Ja. Cool. Stell dir vor, ich hätte 10 gesetzt. Oder 100. Oder 1000, Dirk. 1000, kannst du dir das vorstellen? 1000. Ja, geht es eigentlich um Wetten oder was wäre, wenn wir gewinnen hätten und was wir wenn wir aber gewinnen. So wie es gerade klingt, wüsste man ja, was du damit machst. Du gehst ins Casino und sagst, Freunde, wir haben das ganz ehrlich gewonnen bei so Sachen wie dem Sat.1 Superball. Mm, hoch, Marjolaine, Schuss. Ich glaube, es war nur links und rechts. Ah, okay. Links, aber nee, das ist doch die Armbrust, die direkt auf das Seil immer orientiert wird. Das kenne ich gar nicht. Ach nee, das war der goldene Schuss. Das hatte, glaube ich, Sat.1 ein bisschen schlecht formuliert. Ja. Naja, beziehungsweise oder so, dass sie sagen, wir kennen uns in der Drogenpolitik nicht aus und kennen diese Bezeichnung nicht und sagen, goldener Schuss. Wir geben dem Ganzen eine positive Beschreibung. Nee, Superball war das, wo die Promi-Gäste so einen Sinn. Ball steuern mussten. Ah, okay. Und anderen bösen Bällen ausweichen. Also du hast den guten Sat.1-Ball okay. gespielt, den Regenbogenball musstest den anderen bösen Bällen ausweichen, die immer schneller wurden.
Ja. Und du konntest eigentlich schon, wenn du es gesteuert hättest, hättest du nicht reagieren können, aber du musstest irgendeinem Promi-Gast da sagen, links, rechts, rechts, links. Und immer diese drei Sekunden Verzögerung, ne? Dass du gesehen hast von wegen, oben taucht was auf, in dem Moment muss ich was sagen. Weil es kann jetzt nicht. Irgendwann wurde es das reinste Glücksspiel. Und dann hattest du auch Promi-Gäste, die nicht mit verbundenen Augen links Lichtern und rechts waren. Nicht so. Auseinander. Ja. Ja, genau, deswegen links und rechts nicht auseinanderhalten konnten. Das weiß man auch betrunken am besten. So wie Michi von GameTube. Ah, das ist total kompliziert. Das ist echt. Ja. Leg mal deinen Daumen auf die Karte, wenn der nach unten zeigt. Faszinierend. Wir haben ja echt schon, oder du hast auf jeden Fall schon viel gespielt, merke ich gerade. Ja, was soll ich sagen? Ich führe einen gefährlichen Lebensstil. Kajunga! Baccarat, Backgammon, Rocket League. Die Casinos der Welt kennen mich. Baccarat, ist das nicht eine Rose? Nicht ein Schnulzensänger, Bert Baccarat. Zum Glück atmest du selber bei deinem eigenen Witz so schwer durch. 50 Millionen. 50 Millionen. Würdest du schon sagen, du würdest das Geld haben wollen und damit irgendwas machen? Oder ist es eher so, manche haben auch Furcht? Also ich würde es schon haben wollen, ja. Ja, nee, ich meine, es gibt ja auch Leute, die ganz klar sagen, Furcht vor großen Summen und sagen, sofort spenden oder sofort alles weg. Irgendwie verschenken, gleich weg. Also, das Gute ist, mein Charakter ist ja schon verdorben. Das heißt, das geht vielleicht ein kleines Stück. Ja, ja. Ich höre mich halt so laut, deswegen gehe ich mir jetzt manchmal zurück. Ja, okay. Ich würde es schon haben wollen. Ich würde es nicht, glaube ich, nicht alles auf einmal ausgeben. Aber das ist schon mal ein guter Tipp. Gerne, schreibt mal mit. Nicht alles auf einmal. Wir wollen hier keine Tipps geben. Wir wollen hier in unserer Fantasiewelt schwelgen, in die wir auch reinkommen, wenn der Bitcoin nur wieder ein bisschen anzieht. Soll ja auf 100.000 hochgehen. Ja, jeden Moment ist es soweit. Wir warten nur noch ein paar Stunden. Ich würde es schon in meine Obhut nehmen. Und dann anfangen, irgendwas zu machen. Wie werden Gewinne denn überhaupt übergeben? Die werden doch auf irgendein Konto überwiesen, oder nicht? Du gehst ja nicht irgendwie Lotto-Toto-Center und kriegst einen Koffer oder so. Nein, also ein Bar nicht. Ich glaube, selbst bei so Sachen wie der 100.000-Mark-Show war dieser Bargeldkoffer nur Fake. Oder später bei Schlag den Raab. Ich denke, generell sind doch überall, also diese 5 Koffer, der ist ja nicht mit 5 Koffern nach Hause gelaufen damals. Ja, genau. Ganzen. Obwohl das auch witzig wäre, im Taxi mit 500.000 Euro. Dann hätte ich lieber den 5x7-Meter-Scheck. Verdammt. Wenn ich den falte, ist er nichts mehr wert. Nur eine riesige Bank kann den einlösen. Ja, erstmal so ein Portemonnaie zu haben. Ja, also du hast es dann auf irgendein Konto. Und da ist ja. Ich nehme an, du würdest es auch nehmen. Oder wärst du in Sorge? Ich würde es schon nehmen. Ich würde aber, glaube ich, auch recherchieren, obwohl das ist ein bisschen wie nach einem Kindernamen recherchieren. Das wird nicht gut ausgehen. Du wirst immer halt einen negative Reaktionen finden von irgendwelchen Leuten. Also es gibt ja diese etlich vielen Dokus oder irgend so eine Tombola wird 90 oder so, was dann heißt es von wegen, was ist aus unseren Millionären geworden und wie viele halt einfach richtig verkacken. Also du merkst ja halt auch, wie Leute halt geprägt sind. Und wenn du halt aus einer gewissen Schicht kommst, wo du sagst, von wegen, ich brauche eine dicke Karre, ein dickes Haus, Elektronik bis zum Abwimmeln und muss halt die ganze Zeit reisen. Also diese Klischee-Millionärs- Lebenswege, wo du denkst, oh, das ist doch allein von vornherein, also vom Gedanken her ist es ja schon erschlagend langweilig, weil es verändert sich ja nichts, außer du hast erstmal sehr viel Stress mit sehr viel Gütern, die du halt ja auch irgendwie, also die sind ja alle auch ein, wie heißt es so schön, irgendwie alles, was du besitzt, besitzt dich auch im Endeffekt und Eigentum verpflichtet ja dann auch. Du musst dich halt um den Scheiß kümmern und dem auch Zeit geben und dann irgendwann wieder Geld reinstecken, damit es weiter. Und da habe ich gedacht, oh, also dieses nicht drüber nachdenken und dann in einer anderen Gesellschaft sich befinden und mit irgendwelchen Schnöselpimmeln dann halt irgendwie beim dritten Loch darüber reden, wo man irgendwelche Hedgefonds noch ist. Also, und danach eine Runde Golf spielen. Ja, also ich meine, das wäre bestimmt lustig mit irgendwie, da wir ab und zu mal so einen Quatsch mal machen wollten, also jetzt nicht mit Hedgefonds-Bankern irgendwie rumpimmeln, aber halt, ja genau, dass man halt aber schon versucht in seinem, was heißt versucht, dass man in seinem Bereich unterwegs ist und genauso wie irgendwelche großen Ausgaben, also das sollte alles total bedacht passieren und jetzt nicht, also wie viele Leute haben das Gefühl, sie sind plötzlich getrieben? Also die Geschichten von Leuten, die ganz viel Geld haben und dann in kürzester Zeit sich halt irgendwas Großes kaufen und nicht sagen,
brauche ich das? Mhm. Wofür will ich? Nur weil ich das haben kann? Also das ist ja halt auch eine eher so ein, finde ich, so ein Urteil für, ich bin gelangweilt. Also ich hole mir Dinge, weil ich es kann, ist ja auch dann schon wieder so, ich bin gelangweilt davon, weil ich sehne mich nicht danach, ich will es nicht, ich brauche es nicht, sondern ich kann es halt einfach. Und dann habe ich halt mein siebtes Auto. Und denk, also erstmal für 40.000 einen Whisky kaufen. Das ist ja und zum Beispiel so ein Quatsch. Locker ein bisschen damit rumplempern. Also da würde ich dann, glaube ich, eher so sagen, ich würde gerne eine teure Verköstigung machen, dass ich wirklich weiß, von wegen, ist das leckerer oder wird mir das suggeriert, weil das halt irgendwie ewig lange irgendwo liegt, bla. Kann ja auch einfach sein, dass es dann so einen Geschmack annimmt, wo ich sage, bleh. Oder zum Beispiel, ihr habt euch ja auch mal einen richtig teuren Scotch gekauft, wo ich sage, das geht in eine Richtung, der finde ich vollkommen okay, ist halt aber nicht meine. So. Und ist ja dann auch, absolut, dass man sagt, pauschal ist es halt dann... Ist ja generell auch ein anderer Whisky, aber das ist auch... Ja. Und deswegen, ich meine, da wir beide, da kann man ja auch schnell das Geld verlieren, filmisch unterwegs sind, könnte natürlich dann auch dann die Frage auf, dass man sagt, ich produziere mal richtig selber was und dann jetzt ist mal schnell was weg. Mit dem Schweiger. Genau. Nee, aber dass du sagst halt von wegen... Da kannst du schnell mal 5 Millionen Buch. Los. Ja, genau. Ja. Aber dann sagst du halt von wegen, das ist dann nicht so, das schmerzt dann nicht. Mhm. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass es halt durch ein Glücksspiel, wo du halt kein vorher nicht irgendwie Gegenwert geleistet hast, dass das halt zum Glück unversteuert bleibt. So soll es sein in der Gesellschaft. Ja. Steuern nur für die, die dumm genug sind zu arbeiten. Nee, es gibt ja diese immer wieder diese Berichte, wenn Leute zum Beispiel im Fernsehen halt sich irgendwie beworben haben und ihr Haus komplett für 150.000 Euro aufgewertet wird oder so. Und da gibt es immer die Berichte, dass dann plötzlich dann das Finanzamt vor der Tür steht und sagt, sie waren vor 5 Jahren bei RTL und haben sich halt das Haus schön machen lassen und sagen, ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Mhm. Dann wird das gegengestellt mit, sie haben sich bemüht, den Kontakt herzustellen. Das ist halt für ihre Leistung gab es dann halt etwas und das muss versteuert werden. Und da stehst du halt dann da und hast halt ein Haus. Gab es nicht sogar mal die Diskussion, ob die Gewinne von Wer wird Millionär versteuert werden müssen? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie das ausging, aber... Also ich könnte mir vorstellen, dass da schon eine Steuer drauf liegt, weil das liegt ja, das ist ja dein Wissen. Wer gewinnt 500.000 von der Million? Das ist ja nicht, also Reingewinn von Glück muss ja jedem Dulli auch. Und da ist es ja klar, wenn du weniger weißt, dann hast du auch weniger Chancen. Das ist doch schön, es lebe die staatlich finanzierte Lottoindustrie. Genau, ja. Ja, aber... Würdest du denn ein Haus kaufen? Ich würde, Immobilien. Ich würde mir die Möglichkeit eines Tiny Houses näher kommen lassen. Oder so, dann nicht vielleicht eines Not So Tiny Houses? Naja, also wenn du ein Tiny House interessant findest, dann machst du es ja nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern halt auch, weil das Downsizing sowas interessant findest. Und da glaube ich, wäre dann irgendwie die Sache, dass man ganz entspannt da rangehen könnte. Mhm. Und was ja auch dann immer so ein Kostenfaktor ist, du brauchst ja dann auch in der Zeit der Bauphase halt eine Halle oder sowas. Also das sollte ja dann bis zum Schluss komplett dicht, wasserdicht irgendwo stehen, weil sonst hast du ja ein... Also da gibt es etliche Beispiele von Leuten, die versucht haben, mit Plane das irgendwo im Hof oder sowas zu bauen. Ja, also und dann sagen, eigentlich sieht es ganz gut aus und dann brauchst du ja eine leichte Feuchtigkeit irgendwo eingeschlossen haben in der Dämmung und dann hast du einen Hype weggegammelt, wenn das steht und das ist halt scheiße ärgerlich, weil das halt kein Hobby mehr ist. Und wenn du da rein willst zum Wohnen, dann ist es echt dumm. Riecht ein bisschen nach Schimmelkäse. Ja, genau. Nee, ich glaube, sowas würde ich mir dann, aber dann halt auch echt langsam. Aber ich merke schon, wenn ich darüber nachdenke, es wäre schon, ich finde es eher, die Vorstellung eher etwas gruselig als total schön. Also bei so einer Summe wie 50 Millionen. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, sowas Überschaubares wie 100.000. Ja, oder 500.000. Ich habe jetzt eigentlich gesagt, 10 bis 50.000, aber dass ich halt sage, von wegen, da würde man sich kein Haus kaufen können und auch keine Wohnung kaufen können, aber man kann jetzt davon leben, erstmal gewisse Zeit sehr gut davon leben, ja, genau. Oder man kann sagen, ich reise, was ja manche dann auch sagen, unbedingt, aber dann glaube ich, muss man auch der Typ sein. Also dann hat man das vorher schon immer gemacht und fängt es jetzt nicht plötzlich an. Also wenn wenn man Dinge plötzlich anfängt, also die vorher nur durch Geld gebremst wurden, dann hat man die Richtung schon mal erfüllt. Regelmäßig waschen. Genau. Nee, ich meine, glaube ich, wenn du jetzt komplett dich änderst, also Dinge machst, die du vorher nie gemacht hast, dann wird das nichts.
So, ja, du wirst ja auch nicht mehr glücklich. Du kannst ja nicht irgendwann mit einem komplett neuen Hobby anfangen. Ja, also zum Beispiel, du bist nicht der Typ, der gerne um die Welt tourt und reist und Länder kennenlernt und dann sagt, hier am Strand liegen oder... Weil ich Rassist bin. Genau. Nee, ich meine, aber ist doch so, dass du jetzt sagst, einfaches Reisen wäre nichts für dich, aber dann wäre halt irgendwie so ein krass aufwendiges Trainingslager oder sowas, wäre dann halt... Da würde man mich mitbekommen. Ja, ja, und ich baue mir mein eigenes Stadion. Und dann kannst du dir das halt einfach mal gönnen. Und dann bist du ja auch nicht in der Zeit komplett am Relaxen, sondern kommst wahrscheinlich auch komplett zerschossen wieder. Aber glücklich. Ja. Ja. Weil das halt dein Weg ist oder dein Bereich, der dich halt fasziniert und berührt. Gefahr wäre dann wahrscheinlich nur, dass dann irgendwie von Meyer Vorfelder oder sowas dir dann halt irgendwie eine bestimmte Drink, Klimmzug, irgendwas Gerätschaft bekommst und dann setzt du Geld um mit irgendwelchem bekloppten Trainingsquatsch, so den du gar nicht brauchst. Wo du nach einem Jahr dann denkst, hätte ich ja auch alle mit meinem Körpergewicht trainieren können. Du glaubst also, ich bezahle die 50 Millionen für eine Butterfahrt? Nein, aber es kann auch sein, dass du dann, also wie viele Leute, die schon in dieser, auf dieser Ebene sind, auf die du eventuell dann triffst, sagen dir von denen, also ganz klar, du brauchst hier, keine Ahnung, du brauchst erstmal dieses Equipment, sonst kannst du nicht richtig trainieren und du musst zu Hause auf jeden Fall eigenes Fitnesscenter einbauen und sowas. Und dann kannst du dir... Ich glaube, das hätte ich aber tatsächlich. Ich hätte einen Fitnessraum zu Hause. Aber dann schön 90er. Ja, sicher schön 90er. Überall Metall. Draußen ist ein Schild vor der Tür, wo drauf steht, hier nur Eintritt mit Baumwolle und Stirnband. Aua. Ja gut, dann wird da wahrscheinlich auch weniger gelaufen, als mehr gepumpt. Ja, ein bisschen schön pumpen, so ein Ergometer zum Warmmachen. Nice, zum Warmmachen erstmal ein paar Däuserbänder zerreißen. Ja, doch. Letztes Jahr hatte ich ja schon mal überlegt, ob ich mir so eine olympische Langhantel kaufe. Und da dachte ich, das ist so dumm für zu Hause. Es ist so dumm. Ja, es ist alleine der Untergrund, auch wenn du 7 Matten sonst was hast. Wenn du es einmal loslässt, weißt du ja ganz genau, der Nachbar drunter denkt, oh Gott, jetzt ist er tot. Und vor allem, also ich hätte überlegt, also wirklich auch mit wenig Gewicht, man kann ja auch viele schnelle Übungen damit machen, mit so einer Langhantel. Aber es ist so dumm, es ist so unnötig und so dumm. Ja. Aber ich glaube, ich würde, also ich war ja noch nie richtig im Fitnesscenter. Ich glaube, einmal war ich im Homes Place, habe ich da meinen Kollegen mich reingequatscht. Der meint, dass er das öfter macht und geht dann irgendwelche Dinge und sagt von, ja, ich will hier gerade hinziehen und überlege, ob ich bei Ihnen, bla. Und dann halt immer in so Fitnesscenter, die ein bisschen gehobener sind, wo du dann nicht immer in Schlangen vor irgendwas stehst. Und dann waren wir halt einen ganzen Tag da drin umsonst, auch im Spa-Bereich und so. Das war ganz lustig. Und da war halt nicht viel los. Und das war das erste Mal bewusst trainieren im Studio. Und da habe ich gedacht, also wenn keiner da ist, dann ist das schon okay, dann macht das schon Spaß. Aber du merkst halt bei dem dritten Gerät, das kann ich auch selber machen, wenn ich auf dem Boden halt meine Hände ein bisschen anders positioniere bei einer Liegestütze, dann brauche ich hier nicht dieses 25.000 Euro teure Gerät vor mir. Das ist halt einfach nur eine Abwechslung. Mhm. Also es macht halt, es ist spaßig, aber es hätte echt eine Abwechslung. Ich würde ja tatsächlich sagen, so Homes Place gilt für mich schon kaum noch als Fitnessstudio. Das ist ja mehr so ein Spa-Bereich und so ein Wellness-Studio. Nee, die haben einen riesigen Fitnessbereich, aber es ist halt... Also der Wellness-Bereich war kleiner als der Fitnessbereich. Okay. Aber das, was du eigentlich brauchst, halt so ein Freihandelbereich. Da hatten die auch. Aber den hat ja jeder Schuppen. Da muss man nicht in Homes Place. Also Homes Place ist ja auch wirklich... Ich weiß nicht, ob die das sind, aber es gibt halt so Fitnessstudios, wo du so eine Registrierkarte hast, das ist eine Checkkarte. Ja. Und die steckst du in die Geräte und die weiß dann, mit wie viel Gewicht du trainierst. Okay. Also so Blödsinn, das wäre mir auch schon alles zu viel. Ich habe mein Fitnessstudio im Hochschulsport, weil die halt so reduziert sind, da ist keiner da. Also der Wellnessbereich ist eine Dusche. Welches Gerät ich am besten fand, aber es lag halt auch daran, dass man da auch sehr viel mit Körpergewicht, das sind diese, ich weiß nicht, wie nennt man denn diese? Einfach nur zwei Stangen hoch und eine Mittelstange in der Mitte und da dran ist dann halt alles. Da sind halt diese Seile. Der Turm. Es heißt Turm? Okay, dann eine Klimmzugstange und dann waren halt auch diese komischen, sahen aus wie große Tauknäufe, die du halt auch an den Seil ranpacken konntest. Dann konntest du halt dich drehen, wenden und konntest halt so viel machen, im Stehen, im Squat. Aber es, glaube ich, lag auch nur ein bisschen an dieser Synchronität dieser Seile, wenn du in der Mitte stehst und du hast so deutlich im Spiegel gesehen, wo deine favorisierte Seite ist. Also du sagst so viel beidseitig gleich viel Gewicht und drückst halt runter und rechts ist halt schon am Arm und links. Ist ja auch ein ganz einfaches Prinzip eigentlich, der Turm, einfach wo du den Zug einmal von oben und einmal von unten hast. Von unten auch ziehen, das fand ich halt sehr cool. Ja, genau, also halt so für so ein Reverse Butterfly oder so. Oder dass du da halt dann liegst und halt einfach einen Knauf über den Kopf. Da habe ich auch gedacht, das ist halt alles sehr,
das fand ich am spaßigsten. So, das hast halt draußen nicht diese Bewegung. Aber ich habe es nicht vermisst. Also das ist halt, ich glaube, dieses, ach, das brauche ich doch alles gar nicht. Ich glaube, die erste Idee wäre halt einfach nur, ich glaube, einen schönen Film oder eine schöne Filmidee umzusetzen und dann halt auch einfach mal ein längeres Filmprojekt in Angriff nehmen, wo man halt echt versinkt. So. Also wir haben ja beide vielleicht dann schon mal über ein paar Wochen ausgehabt, aber wenn ihr vorstellt, du bist halt über einen Monat in einem großen Filmprojekt drin und da es halt dein eigenes ist, hast du nicht natürlich so reingeschrieben, dass du halt die Hauptrolle bist oder eine der Hauptrollen und sowas und das glaube ich wäre das, wofür ich maßlos viel Geld ausgeben würde, sonst wüsste ich nichts. Ich würde nicht. Gut, aber dann hast du immer noch 40 Millionen. Ja, ne, deswegen finde ich diese Summe ja so bizarr groß. Ja. Also ich glaube, da würde ich halt in der Familie und im Freundeskreis echt Millionen verschenken. Und während du redest, hast du schon wieder eine Million dazu bekommen. Ja, stimmt. An Investmentzuwachs. Ich meine, aber wenn du es jetzt einfach nur auf dein blödes Girokonto lässt, dann hast du doch einfach keine Zinsen und die Steuer wird das doch einfach schön mager halten. Oder nicht? Ich glaube, die Bank ruft dich dann jeden Tag panisch an. Wissen Sie, dass noch 40 Millionen auf Ihrem Konto sind, Sir? Beziehungsweise du hörst am Anfang nur... Meier von der Nordbank, wir hätten, oh Gott, der hat's noch auf dem Girokonto. Sowas hätte wahrscheinlich jetzt Gespräche immer. Ich habe irgendwann mal ein Interview mit einem Fußballberater gelesen, der meinte auch, einer der Spieler, die beraten hat, hat das Geld immer aufs Sparkonto gebracht. Wie viel hat er da gehabt? 3%? Nee, aber der hatte halt ausgesorgt und die anderen haben es halt immer ausgegeben. Cool. Ja. Und so, komm, ich brauche ja meinen neuen goldenen Ferrari, der alte langweilt mich. Hättest du es, würdest du es wild verteilen auf irgendwelche Tagesgeldkonten, Bundesschatzbriefe, Börse, Bitcoin? Nee, ich glaube, ich würde schon ein bisschen in der Börse investieren. Also so eine sicheren Dinger. Ja, also da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber so halt wie Harley Davidson, Erdnüsse und O-Saft oder so. Ja, genau. Also Sachen, die einfach viel in die Pornhub-Aktie reinstecken und. Nichts auf Zölle. Ja, hier so ein bisschen, ne? Verteilen russische Staatsbriefe. So, so Sachen. Nee, das würde ich tatsächlich machen. Das würde ich sowieso irgendwie mittelfristig mal, wenn unser ganzes Sponsorengeld hier vom Podcast mal reinkommt, machen. In diesem Moment grüßen wir natürlich Drögewürstchen. Drögewürstchen sind die besten. Drögewürstchen, die einzigen Würstchen, die nicht so dröge schmecken wie ihr Name. Dröge. Die erste Wurst, die richtig trocken knacken. Ja, also das war so mittelfristig meine Idee. Theoretisch, wenn du dein Geld ein bisschen im Aktienmarkt verteilst, solange es ein Wirtschaftswachstum gibt, hast du ja auch ein Renditenwachstum. Und das schlägt ja immer noch die 0,00000, warte, ich lese ab, 0,3% Zinsen, die du derzeit auf dem Sparkonto bekommst in Deutschland. Aber man bekommt sie. Wahrscheinlich bekommst du einen Brief, der dann sagt, so Summen unter 3 Cent werden nicht ausgezahlt. Ach, verdammt. Aber sie bekommen einen neuen Gratiskugelschreiber. Das ist cool. Von der Nordbank. Ein bisschen verteilen würde ich es, glaube ich, schon, aber ich hätte auch schon, ich meine, ja, relativ. Willst du spenden? Viel, ja. 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 Ich würde, glaube ich, aber ehrlich gesagt sehr lokal spenden. Okay. Also ich glaube, weil da, also ich finde, also natürlich ist die meisten Spendenbereiche halt nicht irgendwie diskutabel, wo man sagt, das ist aber nicht so gut oder irgendwas. Also dieses Aufwerten von wegen, spende ich jetzt Natur, spende ich jetzt Armut oder irgendwie sowas. Oder dann irgendwie solltest du lieber Flora oder Fauna, diese ganze Aufteilung und irgendwelche. Ich richte so eine Spendenarena ein, in der krebskranke Kinder gegen gefährdete Raubkatzen kämpfen müssen und der Gewinner bekommt meine Spenden. Genau, man kann das halt nicht gegenseitig aufwerten. Das ist halt so, wie viele Leute, ja, man kennt ja auch und da wäre ich, glaube ich, dass man auch einfach so, was man halt selber im Leben schon erlebt hat und was einen dann so berührt hat, das kann ja halt dann auch durch Medien sein oder nicht, aber dass man da halt durch Spenden vielleicht so eine kleine Veränderung bringen kann. Was ich bloß
unangenehm finde, es gibt ja immer dieses, also das ist ja bei uns nicht, oder noch nicht, ich weiß, wie das ist. Läuft ja richtig gut hier, schon in Folge 10. Aber dieses Gespräch über, wenn Prominente halt irgendwas unterstützen, dann gibt es die eine Seite, die sagt von wegen, niemals den Namen sagen und mich jetzt irgendwie hochpushen und sagen, guck mal, ich mach's, damit ich irgendwie extra gut dastehe. Ja. Und die andere sagen, doch gerade ganz bewusst deinen Namen nennen, damit diese Organisation halt Push nach vorne kriegt. Wie die Bill und Melinda Gates Stiftung. Nee, ich war das. Okay. Ja, und sowas. Ich glaube, ich wäre eher auf dem Bereich, dass ich sage, von wegen, ich muss meinen Namen nicht nennen. Wenn ich jetzt groß spende, dann könnt ihr damit bestimmt was Gutes machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen interessanten Spot oder sowas auf die Beine stellt oder irgendwie, oder das jetzt gerade, keine Ahnung, ein besonderer Aufruf für irgendwas bestimmt ist, dann kann man ja sagen, man wird sich dann da halt für engagieren. Aber jetzt einfach nur hinzustellen, Freunde, ich, sowas, das finde ich komisch. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich, also du wirst mit Sicherheit von allen Seiten hören, also beides hören, so von wegen, ey, wenn du das machst. Es hat halt beides Vor- und Nachteile. Genau. Also ich meine, die Publicity ist natürlich ein, du musst dich halt selber Vorteil, den die Organisation dann bekommt. Ja. Ja. Aber würdest du umziehen? Mich? ja, dann wohl lassen. Genau, das wäre das Erste, was ich mir kaufen würde. Der kleine Prinz ist jetzt sauber. Ein Ankleidezimmer und zwei Mägde, die mich ankleiden müssen. Nennen wir sie Sitz-Petra. Ja, und damit sie nicht meine Privatteile sehen, müssen sie mit verbundenen Augen ihr Werk verrichten. Sonst werden sie im Ankleidezimmer begraben. Ich würde tatsächlich umziehen. Also ich vermutlich so ein bisschen grob in der Gegend bleiben. Grob in der Gegend bleiben. Einfach nur höher ziehen. Einfach mal schauen, was passiert, wenn das Dach hier ausgebaut ist. Ja, in die sowas. Bowling Area ziehen. Sowas zum Beispiel. Ich meine, ich vertraue ja dem Fachpersonal, die gerade mein Dach umbauen. Und dann könntest du dir endlich mal so einen Aufzug leisten. Ah, nee, das kommt ja eh einer ran. Der Aufzug kommt sowieso, ja. Aber du könntest einen eigenen haben. Wir könnten einen Podcast-Aufzug haben, wo die ganze Zeit rauf und runter fahren, während wir moderieren. Der Einzige, der auch vielleicht waagerecht fährt. Ich muss in den Innenhof, warte. Nee, aber noch die Fahrtreppe. Stell dir vor, da hätte ich ein Aufnahmezimmer. Oh, wie geil. Dann müssten wir nicht immer bei mir im Bad sitzen, Vielleicht könnt ihr das Aufnahmezimmer erfahren. In deiner Wohnung fährt ein Aufnahmezimmer, damit es nicht langweilig ist. Die ganzen Zimmer würden sich sowieso mal wie beim verrückten Labyrinth verschieben. Hättest du einen Scheiß wie ein Flippergerät oder ein Toaster, wo vier Toast reinpassen können oder sowas? Ein Toaster, wo vier Toast reinpassen können? Ich habe nur 50 Millionen gesagt. Ich sag ja nur. Toaster, wo vier Toast rein. Das ist mir im Bereich des Fantastischen. Oder ein Induktionsherd oder sowas Verrücktes. Ja, ich glaube, so eine moderne Küche hätte ich, glaube ich, tatsächlich. Was? Aber was brauchst du denn? Also zumindest eine brauchst du moderne Mikrowelle, ist alles. Oh, bin ich eigentlich so ein Fan von so Mikrowellenessen, so wenig knusprig. Oh. Nee, aber so ein Induktionsherd oder so, das wäre schon ganz lustig. Und hättest du so ein Grilltoast-Gerät? Ja, nee, ich glaube, sowas Exzentrisches hätte ich gar nicht. Was ich dann, glaube ich, eher hätte, wäre so ein Holzarbeiterzimmer. Also ein Werkstatt. Oder ein Schuppen. Mit man so auch, oder was? Ja, so ein Schuppen. Irgendwie sowas. Ja, das fände ich, genau, sowas fände ich zum Beispiel auch gut. Aber das wäre ja, glaube ich, würde einhergehen mit dieser Idee vorhin, sich ein Tiny House zu bauen. Mhm. Also dann hätte ich eine angemietete Halle, wo man halt einfach mitbauen könnte. Also zum Beispiel einer der größten Hersteller oder der ersten Hersteller ist irgendwie Tiny House Rheinau an der deutsch-französischen Grenze. Wir werden ja nicht gesponsert. Nenn keinen Namen, du Amateur. Dreinau, sage ich jetzt mal. Ah, Dreinau. Und der hat mittlerweile halt schon eine Halle angemietet, weil es halt einfach so eine große Nachfrage ist. Und da kann man, also jedenfalls habe ich ja gesehen, dass es jemand macht, der halt auch einen Podcast, einfach einen YouTube-Kanal hat. Mhm. Und da baut sich gerade ein Mädel oder hat sich ein Mädel in der Halle ein Tiny House gebaut. Und da die halt auch Fertigbauteile oder Steckblabla anbieten, könnte ich mir vorstellen, dass du dann halt fragst von denen, kann ich da irgendwie am Rand bauen und hast dann halt irgendwie monatlich eine kleine Abgabe, aber du hast halt das ganze Werkzeug, das ganze Know-how von den ganzen Arbeitern, dass du halt nicht irgendwie immer dir irgendwelche Tutorials reinziehst oder telefonierst und sagst, oder ich probiere es mal und dann sagst du, ich habe 50 Millionen, ich haue halt einfach weg, sondern so heißt, ich kann mich konzentrieren und mach das halt hier ordentlich und das finde ich halt total cool, glaube ich. Und dann
alles. Also, dass du halt ja, wenn du das Häuschen hast, dass du halt auch da drinnen natürlich irgendwie deine Couch nicht als Couch einfach reinschiebst, sondern du baust halt eine rein mit 7 Funktionen, die ausklappbar sind hier und dann sind kleine Steckeports und alles, also ein Quatsch. Und vielleicht sogar ein Toaster in der Couch. In der Couch? Wo du jetzt noch so ein Vierfach-Toaster oder ja, wie? Aber wo du schon wieder 3 Millionen weg. Fischstäbchen toasten kannst. Und einen warmen Ketchup-Spender. Du steckst den Fisch rein und das Fischstäbchen kommt raus. Ja, und du hast einen warmen Ketchup-Spender, der durch Solar den Ketchup aufheizt. Sitzwärme. Da liegt die Zukunft. Da gibt es keine Stehpartys oder kaltes Essen. Freunde, wenn ihr euch nicht setzt, dann bleiben die Fischstäbchen kalt. Was für eine magische Vorstellung von einer Party. Wie sähe es dann bei dir mit Elektronik aus? Na, ich würde da halt ja aufgrund des kleinen Raums, was ich dann ja halt irgendwie anpeilen würde, da halt auch mich nicht vollpumpen mit irgendwie, also ich würde keinen riesen Fernseher reinstellen, sondern ich würde, so wie ich ja letztens gelernt habe, wenn man sich einen guten Beamer holt, braucht man auch eine gute Leinwand. Und ich dachte, ich ziehe da einfach nur eine weiße Wand irgendwo runter. Dann würde ich mir dann eine schöne, gute Leinwand für, was hast du gesagt, kosten die richtig guten? Oh, ich habe geraten, ne? 150, aber können wir... Ja. Aber guck mal, das wäre drin, 150 Euro, da würde ich gar nicht lange gucken. Ich sage, hier, da sind diese komischen, was hast du gesagt, da sind irgendwelche... Kannst einen Bankberater anrufen. Silberstückchen oder was? Ja, Silber, ich glaube Silberdit ist es. Also es ist auf jeden Fall sind so Silberpartikel drin, die das Licht, die das Lehrerfeld kennen das Licht besser. Ja. Und dadurch kannst du halt auch bei Tageslicht, bei einfallendem Seitenstreulicht besser fernsehen. Was ich, glaube ich, noch hätte, was ich total lustig fände, wäre, ich hätte eine schlüsselfreie Tür. Ich hätte da halt irgendwie einen Daumenscanner oder so ein Quatsch. Ja, das finde ich halt irgendwie ganz lustig und das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so teuer, beziehungsweise wenn du dann halt so ein High-End-Produkt holst, was glaube ich, auch ein bisschen besser wäre wegen Wetterbeständigkeit, so Winter, Schnee, Sommer, Regen, UV-Strahlen, bla bla bla. Das finde ich ganz lustig. Ja, also ich glaube, ich würde halt einfach nur überall eine sehr hohe Qualität, aber ich würde mich jetzt nicht voll pumpen da. Ich würde mir kein neues Smartphone holen, weil ein Display fällt mal raus. Das ist aber ja, super. Das kann ja mal passieren. Ne? Ja, das passiert bei allen technischen Geräten, dass ein Display mal rausfällt. So, ja, ich, nee. Auch nicht so eine Spielekonsole oder sowas? Ja, so ein guter, also ich glaube, alter Atari AX 500. Also vielleicht würde ich so Sachen machen wie, dass man sich was holt und dann damit, also wie man halt auch als erwachsenes Kind noch so ist, damit rumspielt ein halbes Jahr und dann wirklich bewusst sagt, dann muss ich wieder weg. Also wenn das halt nicht dann nutzt, dann soll es wieder weg. Dann muss die halt die PS3, 4, 5, 6, 7, weiß ich nicht, was dann gerade aktuell ist, sagst, dann haust du wieder weg. Also mir ist wirklich dieser Gedanke von, ich will mich nicht zumüllen. Also ich will nicht mehr Scheiß haben. Ich würde mir dann auch nicht irgendwie 25 Hosen holen extra. Also so ein Scheiß. Oder ich lächerlich, 25 Hosen. So viele Beine hat kein Mensch. Ich sagte Rosen, Schatz. Ah, Rosen. Schön, ach, der Traum vom Reichsein, fein abgezählt, 2 Dutzend plus eine Rose in der Mitte des Tisches. Nee, und die lasse ich an meinen Beinen dann verziehen, dass ich so, ich morgens immer mit frischen Rosen einkleide. Ich dachte, um der Bachelor das Brettspiel zu genießen. Ach, der Stil Bachelor, echt. Der hat so viel durchgemacht. Wir haben alle so viel durchgemacht, vor allem die diese Serie gesehen haben. Aber läuft jetzt das gerade? Ist das Finale, glaube ich, durch. Ach, und? Und er hat, glaube ich, eine... Also wie es halt immer so ist, ne? Ich glaube, der hat mit allen rumgeknutscht, poppt so circa 5, 7 Mädels und nimmt dann halt eine und sagt nach einem halben Jahr, ja, also so gut war es ja auch nicht. Ja, hier in der Erkenschwick, da... Das ist schon ein schwieriges Leben als Bachelor. Zusammenziehen, öfter telefonieren, hat nicht ganz geklappt. Heiraten die eigentlich am Ende? Ich glaube, den haben sie sich geknickt, den ursprünglichen Gedanken. Ja. Das war ja im ersten, ne, dass sie dann auch gleich sagen mussten, von wegen willst du diese Rose und diesen Ring oder irgendwas. Und das haben sie dann gesagt, nee. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie so ein Vorzeige-Bachelor ist, glaube ich, Australien, weil der tatsächlich die dann geliebt hat und sowas Verrücktes wie eine Ehe dann angefangen hat mit der Dame und ist noch zusammen. Loser! Echt? Das ist doch einfach nur ein Präsentationsbereich. Ja, das heißt ja auch nur deswegen der Bachelor, weil sie Fick Lounge nicht sagen durften im Fernsehen. Genau. Apropos, jetzt suchen sie Leute für die Bachelorette. Ich glaube, die Brücke habe ich verbrannt. Ah. Aber du wurdest doch schon mal angefragt, oder? Ich wurde schon mal angefragt, ja. Also mal so lose. Ne? Es war jetzt nicht so, als ohne ob ich da Hose.
Es war jetzt nicht so, als ob ich da kurz davor war, um damit mal. Ich glaube, du musst sehr viele Fragen Nein ankreuzen, dass du kurz davor bist. Schülerplus, nein. Würde, nein. Lieblingsessen, nein. Können Sie sich vorstellen, im Dschungelcamp, ganz, also mittelgroß, also ein bisschen größer als jetzt rauszukommen? Das ist ja mittlerweile echt so ein, Karriereweg, dass sie sagen, relativ schnell hast du dann halt irgendwie so einen Trash-TV-Agenten, der sagt von wegen, wenn du da mitmachst als Kandidatin oder als Kandidat, nicht gewinnen oder irgendwas, sondern fall auf. Also werd halt irgendwie pissig, laut, arrogant, fang an zu singen, zu tanzen, das, was alles gar nicht passt, irgendwann schneidet dich RTL rein, dann bringen wir dich in allen möglichen kleinen Shows, die da noch, Talkshows gibt es ja gar nicht mehr. Naja, und wenn es dann halt irgendwie schaffst in den Dschungel, dann hast du echt deine Trash-Ebene gut. Nächste Station, Gast im Fündnisse-Podcast. Wenn ihr im Dschungelcamp dabei wart und es beweisen könnt, seid ihr Gast. Das und beweisen ich können. Euch. Naja, nicht einfach. Wenn wir so wenig Wissen darüber schreibt haben. Schreibt uns nicht einfach an bei @fündnisse Support und sagt, ihr wart im Dschungelcamp dabei, sondern schickt uns einen Ausschnitt mit. Ja, weil wenn die halt irgendwie aus einem Softsex-Film kurz einen Ausschnitt und darauf RTL drücken, dann glauben wir, das ist ja kein Unterschied. Ja, aber es muss schon ein Softsex-Film im Dschungel sein. Es muss schon gut gemacht Wieso sein. Wieso im Dschungel? Bachelor ist doch gar nicht... Nein, im Dschungelcamp. Wir wollen Leute vom Dschungelcamp als Stargast. Ah, okay. Das habe ich aber öfter mal gesehen. Da würde ich es wahrscheinlich... Weil man lernt ja Leute mittlerweile erst im Dschungel kennen. Früher war es ja, im Ursprung waren es ja immer ehemalige Stars, aber jetzt sind es ja Leute, die in der Trash-Welt groß werden wollen. Das kannst du auf ein T-Shirt drucken. Man lernt die Leute ja eigentlich erst im Dschungel kennen. Ja? Also man weiß ja nicht, ob man so richtige Freunde hat, bis man nicht gemeinsam im Dschungelcamp war. Übrigens, beste Einschaltquote aller Produktionen. Also ist in der Zeit, wenn Dschungelcamp läuft, gibt es halt nichts Besseres von der Einschaltquote her. Und von der Qualität. Das ist selbstverständlich. Dass da nicht mal irgendwie hier der Herr Klöppel durchrennt als Anchorman und mal kurz irgendwas durchliest, dann kriegt plötzlich irgendwie so eine Schicht von Menschen Nachrichten mit, die sonst nie Nachrichten schauen. Super, einfach direkt auf so ein Nachrichtenpult einfach aufbauen vor den ganzen Dschungelnasen und dann vom Teleprompter einlesen. Wenn dann halt die nicht mal was sagen, weil sie gerade einen Kängurupimmel essen oder sowas, dann kann Klöppel dann halt einfach mal ein bisschen was zu GroKo oder Trump Administration oder sowas erzählen, das ist doch irgendwie... Sorgen Känguru-Pimmel für Krebs. Finden Sie es heraus, hierbei, Punkt 18 Uhr. Ja, sowas. Ja. Würdest du irgendwelche großen Feiern organisieren? Nee. Dass du sagst von wegen, hey, ich mache jetzt hier eine goldene Pimmelparty oder sowas. Das wäre schon wieder ganz lustig. Alle lassen nicht den Pimmel mit so einer anionisierten Schicht vergolden, aber nee, so eine Feier. Nee, du? Ich glaube, ich würde im Kleinkreis feiern. Das würde halt im Kleinkreis, ja. Das würde nicht größer. Also ich würde, glaube ich, sowas... ich meine, wenn wir hier die Wii U-Golf-Abende haben, so... Das könnte man dann halt mit 3-4 Leuten mehr machen. Ja. Und dann eine riesige Leinwand, dass wir das Gefühl haben, wir sind auf dem Golfplatz. Und diesmal würde ich halt dafür sorgen, dass halt keiner an dem Abend als auch nächsten Tag reiert. Und dann hast du halt einfach mal, wie manche jetzt halt einfach ganz normal, so ein Catering mit aufgebaut. Mhm. Und sagst von denen, Freunde, bitte esst, bevor ihr schon wieder 3 Scotch trinkt und danach sagt, ich habe nur einen Joghurt drin gehabt oder so. Und einen eigenen Barkeeper, der die feinsten Cocktails machen kann. Ja, Sir, noch ein Bier aus der Dose, Sir. Ich wollte gerade sagen, der wird dir dann den Ipanema 2000 vorschlagen und du sagst, nee, da oben. Ach, ein Hasseröder, Sir, bitte, Sir. Ich meine, ein Schnasseschnöder. Ist hier im Aschenbecher noch ein Bier? Ich kann Ihnen gerne ein neues aufmachen. Nee, ich wollte fragen, ob es noch Bier drin ist. Ja, Sir, trinken Sie das Aschenbecherbier. Danke, Sir. Es ist umsonst. Ja, Sir, Sie haben 8.000 Euro für den Service bezahlt, Sir. Wollen Sie tanzen? Ja, Sir, das habe ich mitbezahlt bekommen. Ja, großartig, großartig, großartig. Wie säßen bei dir an der Motorradfront aus? Du fährst ja. Ja, aber ich meine, wir beide kennen... Würdest du dir noch ein drittes Rad leisten für einen Trike? Nice. Ich meine, wir kennen ja beide jemanden hier, der 2 Motorräder und ein weißes, teures Fahrzeug besitzt und hauptberuflich Fotos macht. Ja. Und da weiß ich halt auch, dass er halt... dass von den beiden Motorrädern, das am meisten fährt, vielleicht im Jahr an 2 Monaten bewegt wird.
Und ich glaube, die Gefahr ist halt auch. Also ich würde halt einfach, ich würde, glaube ich, viel ausprobieren. Ich könnte halt dann einfach mal sagen, ich würde mir nicht irgend so eine Scheiße. Oh. Ich glaube, ich würde zum Beispiel meine Maschine halt general überholen. Da sind bestimmt ein paar Sachen, die ich noch nicht gefunden habe oder die halt schon langsam echt dran sind, dass man halt irgendwie sowas macht. Bisher beziehungsweise kannst du nur, dir nur eine Major-Überholung leisten. beziehungsweise, ich würde mich vielleicht auch mal von trennen. Was ich ja ganz interessant finde, sind Elektromotorräder. Mhm. Und die sind halt einfach nur arschteuer. So, und du brauchst ja kein Gebrauchtes kaufen, weil du kaufst ja dann ja auch einen gebrauchten Akku. Und das ist ja dann schon ein Riesenunterschied. Mhm. Und dass man halt irgendwie erstmal sowas testweise fährt. Also ich habe ja jetzt, beziehungsweise es gibt ja diese Sharing-Roller-Modelle, halt hier Coop und Schnoop. Und Schnoop und Schmimeo. Und das ist ja schon generell faszinierend. Du merkst halt einfach nur, dass die gedrosselt sind, dass diese kleinen Akkus und Motoren schon wesentlich mehr könnten und dann halt einfach nur ein offenes E-Motorrad mal zu fahren, wo keine Verlustleistung existiert. Das ist ja halt auch das, was vorher immer erklärt wird von wegen Freunde, ihr habt dann keinen Schaltmoment und seid mal ein bisschen vorsichtiger. Und da gibt es ja etliche, die halt dann vom Motorrad fallen, wenn sie erstmal sagen, ja, ich habe naja Buddha mal gefahren. Und dann, das schmierst halt einfach ab. Und das würde ich halt gerne mal erleben. Und das ist in der Stadt, glaube ich, noch echt okay, weil die, glaube ich, so Motorrad, glaube ich, mittlerweile 150 oder 200 Kilometer schaffen. Mhm. Und das ist ja in der Stadt vollkommen ausreichend, beziehungsweise was interessant ist, dass schneller kannst du ja eh nicht um die Kurven fahren. Und weil viele hier halt in Wohnungen wohnen und dann das Motorrad nicht halt irgendwie, wie die meisten dann immer denken, ich schieb's auf den Hof und lad's da, sondern die haben halt dann auch Modelle, wo du dann halt einfach den Akku rausziehen kannst und dir dann oben in deiner Wohnung dann aufladen kannst. Und das finde ich sehr interessant. Also ich glaube, irgendwie sowas. Und da wäre dann halt auch die Elektronik weitergedacht, wenn man halt ein Tiny Häuschen hätte, dass man das natürlich voll klatscht mit der neuesten Solar Panel Evolution da. Und das so eine Wassermühle im Pissoir. Genau. Ne, ich meine, da sind ja auch ganz viele interessante Alternativen als einfach nur eine Wasserspülung. Also ich muss ja nicht 15 Liter Trinkwasser auf mein Würstchen gießen. So. Wenn du auch Cola hinterher gießen könntest. Ja, genau. Das hat, glaube ich, echt weniger Qualität. Vom Trinkwasser. Ja, irgendwie sowas vielleicht. Aber ich meine, du hast kein Auto und du bist auch kein leidenschaftlicher Autofahrer, auch nicht jetzt irgendwie schwarz und im Ich habe keinen Führerschein und tatsächlich fahre ich auch recht selten. Aber du würdest jetzt auch keinen, oder würdest du so ein Alfred und so ein Butler, der dann immer in der Innenstadt sich dann rumpimmelt? Ich glaube, was ich mir dann wahrscheinlich als Luxus holen würde, wäre tatsächlich ein Fahrrad. Also jetzt habe ich halt einfach kein Fahrrad, weil ich so selten fahre. Aber dann könnte ich ja sagen, naja, habe ich halt irgendwo angeschlossen vor der Tür im Hof. Aber und dann so eine High-End-Carbon-Dinger, oder? Nee, das ist halt so krass, was du heutzutage für ein Fahrrad ausgeben kannst. Ich würde schon ein Rennrad kaufen, tatsächlich. Rennrad, schön auf Kopfsteinpflaster. Ich sage, nein, also nicht so ein reines Rennrad, aber die haben eine super Übersetzung. Ich bin ja vor, in meiner Jugend, 90er, bin ich ja nur ein Mountainbike gefahren. Ja, stimmt. Das ist ja ein Albtraum. Ich habe ein Trekkingrad gehabt. Da tritt man ja wie ein Idioten auf dem Rennrad, bewegst du einmal so leicht die Pedale und schnellst mit 40 die Straße runter. Die Übersetzungen sind eh der Knaller gewesen. Ja. Früher waren halt Klappräder halt echt nur so eine Ersatzräder. Und heutzutage gibt es ja diese Hightech-Klappräder mit so einer krassen Übersetzung, Mini-Reifen und trotzdem fahren die ganz gemütlich, ohne Ende zu strampeln. Also es ist halt echt schon, ja. Ich glaube, ein Luxus, den ich mir tatsächlich gönnen würde, wäre, einfach nur, weil ich es so super geil finde, diese ganzen Links-Rechts-Sportsocken. Oh, ich hätte nur noch so Links-Rechts-Socken. Vergiss also, diese ganzen Einheitssocken für das Fußvolk. An sich ist ja Funktionswäsche, wenn wir uns mal was Teures leisten. Also ich glaube, bei mir war es ein Schuh, der runtergesetzt war, aber generell so richtig. Und wenn dir dann vorstellst, du kannst dann so ein Funktionssocken, wenn du nicht zwei Paar hast, sondern du sagst dann, ich habe nur noch Funktionssocken, aber gleichzeitig bedruckt mit Garfield und Kermit der Frosch oder sowas. Das ist halt so richtig gute Sportklamotten einfach. Ja, wo du richtig schön am Fuß gefasst wirst. Das ist ja echt eine Ausgabe. Und dann hast du trotzdem noch irgendwie 49,9 Millionen Euro übrig. Ich glaube, selbst richtig dumm könnte man in unserem Status vielleicht so maximal 10.000 für Sportkleidung ausgeben. Echt? Ja. Aber ich meine, also oder lass es 20.000 sein, aber irgendwann denkt man, Und du hörst jetzt so viel Scheiß. Ja eben, du hast deinen ganzen Schrank dann nur voll mit Sportklamotten. Also eigentlich müsste ich anfangen mit, ich verschenke erstmal ganz viel Scheiß, den ich habe, weil ich jetzt mir qualitativ höheren Scheiß hole. Ja. So, aber ich dürfte jetzt ja nicht sagen, ich hole mir das und das, weil ich habe davon dann schon etliche Sachen. Das halt so. Zum Beispiel würde ich mir, glaube ich, eine teure Matratze kaufen.
ja, eine Matratze, das wäre ja. Das wäre sowas. Und dann so von halt diesen auch ganzen Internetmatratzenhändlern, die ganz viele Podcasts sponsern, aber diesen nicht. Warum nicht? Wir könnten erzählen, wie gut wir darauf schlafen. Ja, schickt uns einfach ein oder zwei. Eine für uns beide reicht für. Ja, das ja, gut, eine gute Matratze ist eine gute Idee. Mein Schlaf ist ein Albtraum. Guter Laufschuh, na gut, das passt ja jetzt zur Funktionskleidung. Ja, aber da tatsächlich dann auch so wie, eigentlich sagt man ja, so wenn man läuft, sollte man pro Trainingstag in der Woche ein anderes Paar Schuhe tragen. Hä? Ja. Ja. Wieso? Damit die Füße sich nicht so sehr den Schuhen anpassen, sondern immer ein bisschen anders gefordert werden. Das sollte ich echt mal machen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich den alten, wie heißt er, Ignite Puma trage, dass ich da immer Schmuma trage, dass der immer wie so auf so einen Kautschuk-Haufen rumspringe. Und wenn ich dafür Schmanderschmarmer trage, dass ich da, wie heißt denn der überhaupt, das Modell? Karl-Heinz. Dann werden schmal eins. Ah, Entschuldigung. Oh, war das knapp. Gutes Essen. Ich glaube, ich würde zwar schon noch immer selber kochen, aber ach, die Scheiße ist aber auch, dass wir, ich bin ja auch ein bisschen faul und ich mag ja halt auch einfach hier einkaufen gehen. Ja. Und wir haben jetzt auf dem Weg nicht irgendwie Feinkostpimmelhari oder so. Und ich weiß nicht, ob ich dann sage, von wegen, ich fahre heute und dann bin ich insgesamt, bis ich das Essen dann zu Hause habe, 3 Stunden unterwegs, bis ich dann halt echt gutes Essen zu Hause habe. Ja, wir haben jetzt auch keinen Wochenmarkt irgendwie. Jetzt ja, haben wir auch. Doch, ja, nicht. Ich meine, am Boxi ist ja halt auch ein Wochenmarkt. Aber ist das so geil kulinarisch? Also auf jeden Fall hast du da sehr viel regionales Zeug. Okay, also hast halt regionale Fleisch und so, das ist vielleicht interessant, dass du halt sowas holst. Aber ich meine, der Fleischer hier um die Ecke, der ist ja auch regional unterwegs. Und da ist das Gute, wenn du richtig was Gutes haben willst, dann sagen die, ey, sag uns das vorher, wir haben das hier nicht. So. Okay. Aber die holen es dann für dich. Also zum Beispiel, als wir Schnitzel gemacht haben, damals immer, da musstest du zum Beispiel sagen, ich möchte halt regionales Kalb haben. Ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt musst du vorbestellen. Finde ich vollkommen okay. So, dann musst du halt mal und planen. Und je jünger, desto besser. Oh Gott. Schon wieder ein Sponsor vergrault. Aber sowas, oder ich würde mir dann halt, das ist, ich glaube, die Gefahr wäre, dass ich mir oft unbewusst richtig gutes Essen bestellen würde. Ja, das Problem hätte ich auch. Ja. Dass man sagt von wegen, ach, jetzt gibt es halt echt mal, also was ich noch nie hatte, ich weiß nicht, ob es das gibt, richtig gutes Steak bestellen. Da habe ich zu viel Schiss vor, weil das kostet halt schon ein bisschen. Auch noch nicht. Es gibt hier um die Ecke ein Restaurant, da hatte ich auch schon mal von erzählt, die liefern dir einen Hotstone an den Tisch und du brutzelst das Steak dann bei dir am Tisch. Ich glaube, da wäre ich öfter. Ja, das finde ich ja ein bisschen gefährlich, weil ich ja echt gemerkt habe, ich habe es halt ein paar Mal schon gemacht und du musst dich echt auskennen mit dem Braten von Steak, mit der Dicke, mit der Hitze und wie lange und sowas. Und dann merke ich, ich kriege das nicht so gut hin wie ein Fachmann. Also ich halt fand es mit dem Hotstone fand ich tatsächlich erstaunlich einfach. Okay. Naja, es ist wahrscheinlich halt auch irgendwie ein Stück Fleisch oder immer so eine gewisse Größe, dass sie ja sagen, in der Regel, wenn du es medium rare magst, 2 Minuten, guck auf dein Handy, drehst. Ich glaube, das steht auf der Karte. Aber ja, also ich meine, es gibt dann immer so eine Richtwerte. Aber wenn du halt dann echt jemanden hast, der dir es dann halt macht, dann hast du, also ich habe jedenfalls. Aber die Frage ist, das habe ich auch noch nie gesehen, dass es irgendwie geliefert wird. Ja. Also von ich sage jetzt mal, von einem Restaurant, dem ich auch vertrauen würde, Steak zu liefern. Ja. Und nicht irgendwie vom Italiener an der Ecke, der auch Steak macht. Naja, ich meine dann Foodora oder sowas, wo dann halt richtige Restaurants mitmachen und die dann bekannt sind für eine hohe Qualität. Also ich würde jetzt nicht irgendwie Grill Royal oder Borcherts mir irgendwas bestellen. Schmil Royal, Schmorcherts. Schmorcherts, ja genau. Da hast du wahrscheinlich aus Versehen irgendwie so einen Springer Verlag mit drinne sitzen, der dir das dann bringt. Hallo, darf ich mal in Ihre Wohnung kommen? Knips, knips. Oh, Herr Diekmann, bleiben Sie draußen. Ich habe das Öl gleich vom Haar mitgebracht. Nice. Ich habe früher mal Helmut Kohl interviewt, als ich noch in der Jungen Union war. Schmunger Schmunion. Also du würdest hier bleiben, fasse ich zusammen, du würdest hier bleiben, würdest ein bisschen größer werden von der Wohnung, aber du würdest eine Wohnung haben, du würdest jetzt kein... Ich bin mehr Wohnungsmensch, ja. Ich meine, ist hier auch schwer, aber du könntest ja auf die Halbinsel und dir da irgendwie ein Häuschen kaufen. Ja, ich hatte ja auch mal so, weil ich mag ja also tatsächlich nicht so sehr dieses
Tiny House, was ich ganz gerne mag, sind halt so Konstruktionsprojekte aus mehreren Baucontainern. Also ja, aus diesen Seecontainern, was ja ein ähnliches Ding ist, wo man die halt noch ein bisschen anordnen kann, dadurch eine andere Architektur. Also Tiny House ist ja auch nicht primär von wegen das rollende Mini-Haus, sondern das beschränkt sich einfach auf ein kleines Haus, was nicht größer als 50 Quadratmeter ist. Also wenn dir der Container aneinander klatscht, dann hast du halt ja auch die, ja. Ich bin jetzt auch nicht zwingend geil auf diese Mobilität, weil ich das, glaube ich, gar nicht vielleicht in dieser Form nutzen würde. Also ich finde halt auch schon zum Beispiel irgendwelche Containerhäuser, die du dann halt einfach mittels Kran und sowas umsetzen kannst, halt das wäre halt. Was ich spannend immer finde, ist es, wenn das, weil es von der Technologie funktioniert, autark betreiben kannst. So, das finde ich halt irgendwie geil. Ja. Ja, und das. Also sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen, natürlich, immer eine gute Idee. Ja. Ich finde es halt aber auch einfach durch dieses, also dieser kleine kindliche MacGyver-Gedanke, dass das geht. So. Also das finde ich halt irgendwie gut, dass man sagt von wegen, ich könnte mit der richtigen Aufbereitungsanlage mein Regenwasser nicht nur irgendwie für Klospülung, sondern halt auch einfach als Frischwasser nutzen. So. Oder ich kann halt meinen Strom selber machen oder ich kann meine Würstchen kompostieren oder irgend sowas. So. Das finde ich halt einfach, dass das geht und dass es natürlich eine Technologie ist, die man nicht ausklammert, weil man sagt, wir müssen es nicht, deswegen kümmern wir uns nicht drum, sondern es gibt halt einen großen Industriezweig, der sich darum kümmert. Und es gibt ja auch Länder, die eher neugierig auf sowas sind als andere. Also zum Beispiel in Schweden sind halt wohl Komposttoiletten in Häusern und Wohnungen normal und bei uns gibt es halt einfach das so gut wie gar nicht. Ja, denkst du halt nicht an die Wirtschaft. Genau. Dein klassisches halt Problem. Danach nicht halt deine etliche Liter Wasser draufgießen kannst. Frisches Trinkwasser. Ja, das ist es dann. Ich würde schön immer eine Vierflasche auf dem Klo haben. Nice. Nimm mal rein. Aber ich würde ganz klar aber auch sagen wollen, dass ich glaube nicht hundertprozentig sicher bin, dass sich nichts verändert, also nichts Großes. So, es gibt ja die Leute von denen, ich wäre der Alte, da wird ja gar nichts, nee, da kann mir, sondern ich glaube, wenn du anfängst ein bisschen so, also Gefahr sind, glaube ich, immer Menschen, nicht nur irgendwelche Sachen, sondern Menschen, die dir irgendwie so einen Scheiß reinsäuseln. Und weiß nicht, das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Also was ich, glaube ich, auch machen würde, also jetzt nicht lange, aber ich würde dann halt auch einen Urlaub machen, aber eher so Urlaub, wo du dann halt sagst, wenn ich vor Ort irgendwo bin, kann ich entscheiden und bin dann halt finanziell nicht eingeschränkt. Also wenn ich halt, keine Ahnung, sage, ich wandere halt weiter in Schottland oder sowas, dann sage ich, ja, ich muss in die übernächste Herberge, weil die kann ich mir jetzt laut Plan dann gar nicht mehr leisten, sondern dass du da nicht abhängig bist. Aber ich glaube, spannend wäre es jetzt nicht in so einem High-End-Resort, All-Inclusive, schön weißer Strand. Schön 5-Sterne-Pauschalurlaub, jeden Tag zweimal Buffet. Weil das ist ja halt wirklich der goldene Käfig. So. Und dann hast du ja auch das gleiche Volk da drin. Also du weißt ja dann auch, was da denn drinnen rumpimmelt, die sich dann halt auch unter 25.000 eigenen Regeln von Anzug und Optik und Verhalten und sowas dann an Tisch und Pool und sowas, das wäre... Nee, wenn ich meine. Ja. Verstehe ich schon. Nee, ich glaube, ein bisschen durch die Gegend fahren würde ich auch, aber eher so in kältere Länder, wo weniger Leute trifft. Tallinn zum Beispiel hast du mir schmackhaft gemacht. Ja, also Estland finde ich gut. Ja. Da wohnen die schönsten Frauen Europas. Schönen Gruß an unsere estnischen Zuhörerinnen. Kannst du irgendwas Estländisches sagen? Ich glaube, in Estland sagt man als Gruß et für Nüsseport. Ich dachte, du erzählst mir jetzt noch, was du an Elektronik dir reinholen würdest, weil da wärst du bestimmt... Na, ich glaube tatsächlich so an Computern, weil ich auch am Computer arbeite, da würde ich, glaube ich, viel Geld reinstecken. Ja. Also da wären, glaube ich, locker mal 20.000 weg. Aber... Okay. Also rein Hardware für einen Rechner? Rein Hardware, ja. Okay. Aber würdest du dich jetzt noch mit Kamera und Studio und Licht und sowas zuscheißen? Sowas, oder? Ja, Kamera auf jeden Fall. Alles andere ist dann, glaube ich, wenn du in der Preisklasse drehst, dass du es finanzierst, auch eher was du leihst. Okay. Also ich meine, dann brauche ich halt nicht meine 3 China-Lampen. Ja. Aber tatsächlich, das Ad für Nüsseport war nicht einfach nur eine estnische Floskel, obwohl es auf Estisch heißt, ich finde sie sehr attraktiv, junge Dame, sondern Ad für Nüsseport ist auch unser Twitter-Handle. Und da könnt ihr uns schreiben,
was ihr mit unendlich viel Geld machen würdet, außer den ganzen Tag für Nüsse hören. Ja, ihr könnt das natürlich auch in die Kommentare reinknallen bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus bei den YouTube-Videos. Genau, oder ihr ladet euch auf euren iPod Classic Für Nüsse mit Dirk und Klaus bei iTunes oder wenn ihr ein Android-Smartphone habt oder wie Dirk ein Smartphone ohne Display, dann bei Podcast oder Addict. Ein Reisepass-Smartphone, das immer warm wird, wenn ich es einmal... Wir freuen uns natürlich auch, dass, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja. Das hilft uns derzeit am meisten, wenn ihr uns, wenn es euch, euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns euren Feinden. Ja. Ja. Habe ich vorbereitet. Ja. Hast du schon die E-Mail-Adresse? Für nüsse@gmail.com. Ja, ja. Ja? Das stimmt. Ja. Da könnt ihr uns Fragen schicken, zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass wir eine von euren Fragen klären, eindeutig. Ich rede die ganze Zeit wie ein Rapper, weil die linke Hand die ganze Zeit so nach vorne wedelt bei jedem Satz, den er macht. Ja, haben wir jetzt schon alle durch? Ja. Ja. Ah, nee, wir haben eine Website. Wir haben eine Website. Hast du Soundcloud schon erwähnt? Oder magst Soundcloud. Du das nicht mehr erwähnen? Nee, bei Soundcloud brach immer den letzten Mal der Upload ab. Deswegen gibt es da nichts mehr großartiges. Sagen wir dann Schmauncloud. Ja. Aber für nüssepod.com. Da findet ihr alle unsere Podcasts mit Beschreibungen. Und heiße Zusatzinfos. Echt? Verdammt, jetzt musst du welche reinschreiben. Ja. Ja, da findet ihr auch nochmal aufgelistet, wo ihr uns überall finden könnt. Und könnt euch Bilder von uns angucken, wie wir unbezahlbar gut aussehen. Das könnt ihr mit 50 Millionen nicht kaufen. Ja, ich würde eine Komplettüberholung machen, so wie Dr. Emmett Brown. Ja. Ja, war schön. So, ja. Einfach mal schwelgen. Lassen wir jetzt so langsam auskleckern. Okay. Ich lasse mal noch laufen, 20 Sekunden. Okay. Ich sag mal noch irgendwas. Ich sag einfach mal so, wenn ihr jetzt zum Einschlafen hört, dann sage ich jetzt gute Nacht, meine Freunde. Nüsschen. Nüsschen. Das ist das Rauschen des Meeres. Oh, oh! Der magische Kranich.